hätten wir unten die Möglichkeit, hier unten so ein rotes Laufband laufen zu lassen. Dann müsste es halt kurz vor 7 Uhr laufen. Shocking, breaking news. Mutter Beimer brät ihre Heißgeliebten, diese weltberühmten Spiegeleier, nicht selber. Da gibt es hinter den Kulissen jemand, der macht das für sie. Meine Güte, und das Enthüllen geht weiter. 25 Jahre Lindenstraße und es gibt noch kleine Geheimnisse. Zum Beispiel auch im Frisiersalon, wo sich jetzt Uschi, also vormals known as Sabine Heinrich, die Haare schneiden lassen will. Moin Sabinchen. Ja, guten Morgen. Mein Friseurtermin ist noch ein bisschen hin. Die Lindenstraße hatte auch immer den Anspruch, Alltagstabus zu thematisieren. Wir hatten ja in dieser Woche noch mal erinnert an den ersten schwulen Kuss im Fernsehen. Teenie-Schwangerschaften. Effi Zenker ist ja mittlerweile auch schon Oma, obwohl sie erst Anfang 30 ist. 1988 gab es ein Thema, das ganz Deutschland wirklich bewegt hat. Und zwar war das die Geschichte von Benno Zimmermann, der AIDS hatte. Ich halte es aus. Die ganze Nacht neben mir liegst und ich Angst hast, ich könnte dich zufällig berühren. Ihr tragt es nicht, Gabi, gell? Wir wollen nichts zu tun haben mit Drogen und mit Perversen und schon gar nicht mit Leuten, die am eigenen Leib verfaulen, bloß weil sie nicht anständig gekippt haben. Jetzt ist eine Geißel Gottes. Unser Herrgott hat schon gewusst, warum er so geschickt hat, für wen. Was für dies? Dann segeln wir. Er lebt. Naja, zumindest sein Schauspieler, Bernd Tauber. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie waren 22 Jahre nicht in der Lindenstraße. Wie ist das heute Morgen für Sie hier? Eine etwas fremde Welt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich erkenne es schon wieder. Wie haben Sie das persönlich erlebt, einen AIDS-Kranken zu spielen, 1988? Naja, zuerst habe ich mich gewehrt, weil ich geahnt habe, was da auf mich zukommt. Und was dann auch wirklich eingetreten ist. Also, was denn? Ja, meine Kinder wurden dann, als es gesendet wurde, da habe ich dann schon im Schwarzwald gewohnt. Die wurden auf dem Schulweg angepöbelt. Und naja, ich ging dann irgendwann in Deutschunterricht und habe dann über Schauspielerei erzählt und dass ich noch lebe. Und das war dann ganz wichtig. Glauben Sie, dass die Zuschauer 1988 für dieses Thema noch nicht so weit waren? Ach, doch, denke ich schon. Ich denke, das ist generell so, dass die Zuschauer alles eins zu eins nehmen. Also ich hatte früher auch schon mal so ein Erlebnis, dass ich einen Zuhälter gespielt habe und bin gerade aufs Land gezogen. Und dann der Rektor der nächsten Schule hat dann den Kindern gesagt, da wohnt jetzt ein Zuhälter. Also Benno Zimmermann ist 22 Jahre her, aber für die Zuschauer, sie werden immer noch erkannt. Ja. Also es ist noch vor 2-3 Jahren ist mir passiert, dass ich auf der Straße saß, im Straßencafé, kam jemand vorbei und sagte, ich dachte, Sie sind tot. Nein, er lebt. Ja. Bernd Tauber. Wie spät ist es, Herr Tauber? Ich habe einen Friseurtermin. Jetzt, ja. Viertel vor. Alles klar, ich habe einen Friseurtermin. Wir sehen uns in Stündchen wieder. Haben Sie Bock, mal wieder in der Lindenstraße mitzuspielen? Dann gebe ich Ihnen gleich die Chance. Ja, okay. Okay. Gut. Ich habe nämlich jetzt einen Friseurtermin bei Tanja Schildknecht. Die ist seit Folge 1 dabei und hat hier echt schon einiges erlebt. Mein Blut ist auch so gut. Du hast doch sowieso Schokolade in den Adern. Die Agentur gibt auch was. Wenn sie sich jetzt umbeizen, wenn sie winkt, dann liebt sie mich vielleicht wirklich. Mutter ist sie geworden in diesem Jahr und ich darf gratulieren, auch endlich Friseurmeister. Endlich, oder? Ich habe einen Abschluss, juhu! Sibylle Bauri, guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte ganz gern den Pony geschnitten haben. Ja? Können Sie das in Wirklichkeit auch? Ich kann das in Wirklichkeit auch. Ich habe das mal geübt, aber ich würde es jetzt lieber nicht machen. Wir machen das. Ich habe gar kein Problem damit. Ich bürste erstmal hier durch, weil da irgendwie, wer war denn da dran? Das ist ja unmöglich. Gar keiner. Hier. Also, da muss man echt mal, also ich meine, ne? Seit Folge 1 so sind Sie dabei? Nee, 2. 2. Also, Sie waren in der ersten gar nicht dabei? Nee, ich war gar nicht in der ersten. Ich war im ersten Jahr, aber zweite Folge. Das ist schon echt fies. Es hat nie einen Unterschied gemacht. Nee, bis zu diesem auch. Jahr, wo es heißt, na, aber du bist ja erst seit der zweiten Folge dabei. Oh, ich finde okay. Zweite Folge auch in Ordnung. Das heißt, Sie sind raus eigentlich. Ja, eigentlich bin ich raus. Eigentlich bin Nein, auf keinen Fall. Unwichtig, weil Folge 2. Nur 25 Jahre, was soll's. Wir haben gerade von Bernd Tauber gehört, dass er Schwierigkeiten hatte, seine Kinder hatten Schwierigkeiten in der Schule, als er den AIDS-kranken Benno Zimmermann gespielt hat. Du liebst seit dem Jahr 2000 Frauen. Wie hat die Szene darauf reagiert? Die Szene hat gut darauf reagiert. Auch meine Kinder haben gut darauf reagiert. Die gucken mal, also
Bei der Kleinen versuche ich manchmal, wenn es wirklich harte Bettszenen gibt, dann muss das meine Tochter echt nicht sehen. Und irgendwie, ich dachte immer, ich muss aufhören, wenn ich Kinder kriege. Weil ich dachte, so diese Nummer mit Autogramme geben und die Kinder stehen daneben, fand ich immer sehr extrem. Aber meine Kinder finden das total normal. Die finden das okay. Die Mama liebt halt auch Frauen. Ja, genau. Nicht nur den Papa. Und das Gute ist, da wir hier den Kindergarten haben, kennen die Frauen, die ich dann irgendwann knutsche, auch immer privat und mögen die auch gerne. Susanne zum Beispiel, die Susanne gespielt hat, was ja auch praktisch war, weil da musste man sich nicht einen anderen Namen angewöhnen. Die wohnt auch in Berlin und dann sind wir halt mit dem Zug ab und zu nach Hause gefahren. Oh Gott, die sind auch privat zusammen. Ja, furchtbar. Alles klar. Naja, Pony hast du ja jetzt nicht geschnitten. Das ist nicht gelaufen. Alles klar. Dann sehen wir uns in einer Stunde wieder mit frisch geschnittenem Pony. Genau, viel kürzer. Ich bin sehr gespannt.